einen wunderschönen guten Morgen an diesem 15. Dezember. Heute empfehle ich euch, dran zu bleiben. Heute kann hier ernsthaft was schief gehen. Ich kann mich mehr als sonst verzetteln. Das hier ist das Moft Snap Float Folio. Ein Origami-Case und ein Stand von der Firma Moft. Die hatten wir hier schon öfters mal. Die machen so nette Aufsteller. Schutzhüllen und Aufsteller. Und dieses hier ist, ich glaube, eins ihrer wildesten Neukreationen. Es ist fürs iPad, wie man sieht. Es ist ein bisschen größer. Da passt kein iPhone rein. Ich habe zufällig so ein iPad Pro, 12,9 Zoll hier. Und das lässt sich da ganz magnetisch einfach einheften. Soweit kein Problem. Jetzt hat das verschiedene Aufstellpositionen. Und ich versuche sie zu demonstrieren, ohne dass mir was runterfällt, ohne dass ich mich mehr als sonst verzettle. Eine dieser Aufstellpositionen ist bekannt. Das ist so die normale, die kennt man von alten Apple Cases. Das ist so die Aufstellposition für den Schreibtisch. Oder natürlich auch so als Zeichentablet lässt sich das so unterbringen. Eine neue Position ist eine leicht erhöhte Position. Und die ist ganz speziell, weil sie so sich umklappt und das iPad damit ein bisschen höher gestellt wird. Ganz nett. Ließ sich jetzt auch mit zwei Händen hier am Schreibtisch, während man ein Video aufnimmt, realisieren. Und die letzte Position, die ist, wenn das iPad dort drin bleibt, noch höher angesetzt. Für diejenigen unter uns, die so mit Rückenproblemen zu kämpfen haben, für die so eine gebeugte Laptop-Haltung vielleicht nicht ideal ist. So, und die letzte Position, ich versuche es auch hier direkt live zu machen, ist die. Und damit ist das iPad ziemlich hoch. Schließt man eine externe Tastatur an und dann hat man eine relativ hohe Stand-Position, die relativ fest ist. Also ich bin begeistert, ehrlich gesagt, wie standfest das iPad in diesem Snap-Float-Folio dann doch ist. Nettes Material, was man zusätzlich dazu verwenden kann. Man nimmt das iPad hier raus. Es gibt ein sogenanntes Snap-Case. Das ist so eine Hülle aus dem gleichen Material, mit einer Aussparung für den Apple Pencil, den man hier unterbringen kann, und mit so Smart-Konnektoren auf der Rückseite, die zufällig genau die gleichen sind, die Apple in seinen iPads verbaut. Und dann bedeutet das, dass man das iPad hier einfach einlegen kann, so ein bisschen Schutz drumherum hat, ein bisschen besseren Griff, ist natürlich kompatibel mit dem Snap Float Folio Case, logischerweise, aber auch, und das ist so ein bisschen die Besonderheit, mit einem Magic Keyboard. Wenn man sowas benutzt, lässt sich das auch hier einsetzen und dann hat man eine noch ein bisschen besser geschützte wilde Schreibmaschine, die man so mit sich herumtragen kann. Das ist wie gesagt das Snap Case. Die müssen nicht zusammen verwendet werden, aber können zusammen verwendet werden von der Firma Moft. Eine Origami Stand und Hüllenkombination. Und jetzt ist mir nichts runtergefallen, deswegen beende ich jetzt schnell das Video und sage euch, dass wir uns morgen an dieser Stelle, wenn ihr mögt, wiedersehen.